Hallo und willkommen zurück bei Public Class GPT. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch an das letzte Video. Da haben wir mit den Kontrollstrukturen angefangen. Bei Verzweigungen, dem Thema der letzten Woche, das Video findet ihr hier. Wird immer dann eine Anweisung ausgeführt, wenn eine bestimmte Bedingung zutrifft. Was ist aber nun, wenn der Nutzer Anweisungen mehrmals ausführen möchte? Eventuell abhängig von einer Bedingung? Dafür gibt es die sogenannten Schleifen. Bei den Schleifen werden die Anweisungen so lange ausgeführt, wie eine bestimmte Bedingung zutrifft. Das Ergebnis der Bedingungsüberprüfung muss wie bei den Verzweigungen vom Typ Boolean sein. In Java gibt es 3 verschiedene Schleifen. Diese unterscheiden sich darin, wo die Bedingungsüberprüfung stattfindet und wie oft die Schleife mindestens ausgeführt wird. Achtung, Detailwissen. Seit Java 5 gibt es noch die erweiterte For-Schleife für Listen. Darauf gehen wir aber in einem späteren Video ein. Fangen wir erst einmal mit der While-Schleife an. Hier findet die Bedingungsüberprüfung am Anfang der Schleife statt. Also, erst wird eine Bedingung überprüft, wenn diese dann true ergibt, werden die nachfolgenden Anweisungen ausgeführt. Und am Ende jedes Schleifendurchlaufs springt das Programm wieder nach oben zur Bedingungsüberprüfung. Dieser Kreislauf geschieht so lange, bis die Bedingungsüberprüfung false ergibt. Dann macht das Programm mit der Zeile nach der Schleife weiter. Der allgemeine Aufbau einer While-Schleife sieht so aus. While, Klammer auf, Bedingung, Klammer zu und in den Schleifenklammern die Anweisung. Beispiel. Int i gleich 1. While i kleiner 5, System.out.println i, i++. Hier ist zu beachten, dass die Variablen, die ihr in der Schleife verwenden wollt, außerhalb der Schleife deklariert werden. So sind diese auch nach der Schleife noch verfügbar. Außerdem würde sonst die Variable bei jedem Schleifendurchlauf erneut initialisiert und der Wert somit schlecht manipuliert werden können. Hier wird also erst eine Int-Variable i mit dem Wert 1 initialisiert. Anschließend wird überprüft, ob i kleiner als 5 ist. Falls dies zutrifft, wird der Wert ausgegeben und anschließend um 1 erhöht. Nachdem der Wert erhöht wurde, endet ja die Schleife durch die geschlossene geschweifte Klammer. Deshalb springt das Programm erneut zur Bedingungsüberprüfung an den Anfang der Schleife. Es wird also erneut geprüft, ob der Wert kleiner als 5 ist. Und da i ja jetzt 2 beträgt, wird die Schleife erneut ausgeführt und so weiter. Also, die Schleife wird insgesamt 4-mal ausgeführt. Danach ist i gleich 5 und die Bedingung trifft nicht mehr zu. Die Ausgabe sieht also so aus. 1, 2, 3, 4. So, machen wir weiter mit der Do-While-Schleife. Hier steht die Bedingungsüberprüfung am Ende der Schleife. Das bedeutet, dass die Do-While-Schleife mindestens einmal ausgeführt wird, auch wenn die Bedingungsüberprüfung im ersten Durchlauf false ergibt. Es wird ja nach der ersten Ausführung des Codes geprüft. Im Gegensatz dazu kann die While-Schleife auch keinmal ausgeführt werden, wenn die erste Bedingungsüberprüfung schon false ergibt. Schauen wir uns das doch mal genauer an. Der allgemeine Aufbau einer Do-While-Schleife sieht so aus. Do, geschweifte Klammer auf, Anweisungen, geschweifte Klammer zu, While, Klammer auf, Bedingung, Klammer zu. Das Schlüsselwort Do leitet die Schleife ein. Dann folgen die Anweisungen in geschweiften Klammern. Erst am Ende leitet das Schlüsselwort While die Bedingungsüberprüfung ein. Diese steht in runden Klammern. Und natürlich dürft ihr das Semikolon nicht vergessen. Als Beispiel. Int i gleich 10 Semikolon. Do, System.out.println i, while i kleiner 5. Hier wird die Variable also erst ausgegeben und dann wird die Bedingung überprüft. Der Do-Teil wird immer mindestens einmal durchlaufen. Danach folgt die Bedingungsüberprüfung. Obwohl i größer als 5 und somit die Bedingung nicht gültig ist, wird i dennoch einmal ausgegeben. So, das war's dann für heute. Moment. Wir haben unseren Zuschauern 3 Schleifen versprochen. Die sollten die dann auch bekommen. Also, natürlich gibt es noch die For-Schleife. Diese hat einen besonderen Schleifenkopf, der aus 3 Teilen besteht. Erstens Variableninitialisierung. Zweitens Bedingungsüberprüfung und drittens Fortschaltung. Der Schleifenkopf sieht wie folgt aus. For, Initialisierung, Semikolon, Bedingung, Semikolon, Fortschaltung und in den geschweiften Klammern dann die Anweisungen. Doch was bedeutet das im Einzelnen? Verdeutlichen wir das Ganze mal anhand eines Beispiels. For, int i gleich 1, i kleiner 5, i++, System.out.println i. Hier haben wir wieder unser Beispiel von vorhin, bei welchem eine Variable so lange ausgegeben wird, solange sie kleiner als 5 ist. Das Schlüsselwort for leitet die For-Schleife ein. Der erste Teil ist also die Initialisierung. Hier wird eine Int-Variable i mit dem Wert 1 initialisiert. Der zweite Teil ist die Bedingungsüberprüfung. Wie schon vorher bei der While-Schleife soll die Bedingung sein, dass i kleiner als 5 ist.
Der dritte Teil ist die Fortschaltung. Das bedeutet, dass die Variable, die wir im ersten Teil initialisiert haben, nach jedem Schleifendurchlauf manipuliert wird. In unserem Fall also jeweils immer um 1 erhöht wird. In den geschweiften Klammern stehen dann die Anweisungen. In unserem Fall wird also das aktuelle i ausgegeben. Nach jedem Schleifendurchlauf springt das Programm wieder zurück an den Anfang und überprüft erneut die Bedingung. Dies geschieht so lange, bis die Bedingung nicht mehr zutrifft. Die Ausgabe sehe demnach so aus. 1, 2, 3, 4. Ja, ich weiß, du hast ja recht. Vergleichen wir die drei Schleifenarten mal direkt. Wildschleife, Do-Wildschleife, Vorschleife. Initialisierung. Bei den ersten beiden Schleifen außerhalb, bei der Vorschleife geschieht das innerhalb der Schleife. Bedingungsüberprüfung. Bei der While- und der Vorschleife am Anfang, bei der While-Do-Schleife am Ende. Anweisung. Jedes Mal in den geschweiften Klammern. Fortschaltung der Variablen, bei der While- und der While-Do-Schleife in den geschweiften Klammern, bei der Vorschleife im Schleifenkopf. Je nachdem, was ihr für euer Programm benötigt, ist die eine Schleife sinnvoller als die andere. Wenn ihr bereits wisst, wie oft eine Schleife durchlaufen werden soll, lohnt sich die Vorschleife, denn hier definiert ihr Start- und Endbedingungen. Auch habt ihr die Inkrementierung direkt im Schleifenkopf definiert. Das eignet sich zum Beispiel gut für Arrays. Bei der While- und Do-While-Schleife hingegen wird vor oder nach jedem Schleifendurchlauf erneut entschieden, ob die Anweisungen wiederholt werden sollen. Ihr müsst nur wissen, ob der Code mindestens einmal ausgeführt werden soll oder halt nicht. So, gehen wir noch einmal auf die Schlüsselwörter Break und Continue ein. Diese spielen bei Schleifen eine wichtige Rolle. Denn manchmal soll eine Schleife vorzeitig beendet werden, wenn ein bestimmtes Ereignis eingetreten ist. Schauen wir doch mal. Als Beispiel. For int i gleich 1, i kleiner gleich 10, i plus plus. If i gleich gleich 5, break. System.out.println i. Dies gibt die Zahlen von 1 bis 4 aus. Sobald i gleich 5 erreicht wird, wird die Schleife sofort verlassen. Dies geschieht durch das Schlüsselwort break. Das Programm wird also nach der Schleife fortgesetzt. Mit dem Schlüsselwort continue wird der aktuelle Durchlauf der Schleife unterbrochen und sofort der nächste Schleifendurchlauf gestartet. Beispiel: for int i gleich 1, i kleiner gleich 10, i plus plus, if i gleich gleich 5, continue, System.out.println i. Hier werden also alle Zahlen von 1 bis 10 ausgegeben, außer der 5. So, das war's dann für heute. Jetzt darfst du. Ich hoffe, ihr hattet heute Spaß und habt einiges gelernt. Wie üblich haben wir wieder Aufgaben zum Üben in der Videobeschreibung. Ich hoffe, ihr schaut auch in unser nächstes Video rein. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss. Während alle anderen in der Vorlesung sind, kann ich die Sonne genießen, denn ich lerne mit unseren Videos.